Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der eine oder andere hat es schon erraten, es war klar, es kann nicht lange dauern. Wir haben uns so in unseren Japaner verliebt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis unser Goldbarren einen großen Bruder bekommt. Jetzt ist es soweit, ich würde sagen, Porn up, let's go. Ja, das ist sie, unsere Praline, frisch aus Japan. Ich weiß, der ein oder andere von euch wird jetzt sagen, warum Philipp, warum schlachtet ihr dieses Auto? Aber es muss leider sein, weil ich will für unseren Barren genau diesen Motor haben. 2JZ GTE, der Supra MK4 Motor. Genau in diesem Auto ist der richtige Motor drin, VVTi, und der kommt jetzt da rein. Geschichte dazu, ich habe einen Post gemacht, dass ich so einen Motor suche, weil mein Plan ist weiterhin mit diesem Auto Street Legal alles umzubauen. Das heißt, so wie das Auto hier jetzt steht, ist ja vollkommen legal. Felgen, Fahrwerk, Bremse, alles eingetragen. So soll es auch weitergehen. Wir haben auch schon einen Prüfer, der Bock zu hat, diesen Motor legal da drin einzubauen. Und deswegen brauchte ich einfach eine gesamte Technik. Eine gesamte Technik heißt nicht wieder so einen halb zerlegten Motor. Nee, wir brauchten einfach eine ganze Technik. Und so habe ich Post bekommen. Die Firma Japan X Nord, der Atto, hat mich angeschrieben. Ihr kennt ihn bei Mutlu aus ein paar Videos. Er hat tatsächlich die Kiste in Japan für mich ersteigert. Hat mir da angeboten, ob ich ihn haben will oder nicht. Er hat ihn einfach mal gekauft. Man muss dazu sagen, die meisten Autos, die in Japan in der Börse landen, sind die Autos, die in Deutschland bei eBay und eBay Kleinanzeigen nicht verkauft werden. Die landen dann da für die Exportbörse. So, deswegen sind diese Autos vom technischen Zustand meistens nicht so die besten. Weil, ne? Ja, also GFK vom Feinsten hier, Brabus-Style-Abgasanlage. Aber das Gute ist, Max ist ja auch ein absoluter Fan von Japan-Autos. Karosserien, Rost, tipptopp, und Technik meistens auch tipptopp. Aber das werdet ihr im Laufe des Videos noch sehen, weil wie diese Technik läuft, ist wirklich einmalig. Also da muss ich wirklich sagen, Toyota, Chapeau, 2JZ. Wir haben es ja bei dem alten Auto schon, also bei dem Saugermotor gemerkt. Die laufen einfach geil. Kurz zum Motor. Warum dieser Motor? Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. MK4. Turbomotor, Twin-Turbomotor, 2JZ GTE, einfach legendär. Genau dieser Motor muss da rein, weil dann dreht das Ganze nämlich für die PS-Days mal so richtig durch. Und da wollen wir hin. Und jetzt gucken wir mal, was wir alles so gebrauchen können. Also, es war klar, dass wir eigentlich alles brauchen. Dass dieses Auto jetzt aus Japan natürlich wieder getuned kommt, ist für uns eigentlich kacke. Weil das kriegen wir natürlich nicht eingetragen, zumindest nicht vollkommen legal. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall wieder eine originale Ansaugung und wir brauchen auf jeden Fall hier einen originalen Luftkühler. Weil hier ist auf jeden Fall schon wieder ein großer drin. Grady Ladeluftkühler, HKS Ansaugung. Die beiden Sachen brauchen wir natürlich nicht. Das muss natürlich original sein, weil nur so kriegen wir es eingetragen. Kurz, die Basics. Toyota Aristo 2JZ GTE hatte immer 280 PS. Toyota Supra MK4, gleiche Motor, 330 PS. Das heißt, hier schlummert eine gedrosselte Variante. Da wir wirklich gucken wollen, ob die gedrosselt ist, fahren wir nachher auf jeden Fall auf den Prüfstand und messen den einmal durch. Wir machen als erstes die Haube auf. Unser Plan ist es, in Summe möglichst viel Originaltechnik von da nach da zu bauen. Das heißt, Motor, Hinterachse, Getriebe, Kardanwelle, Diff, alles aus dem hier rein. Was mir als allererstes auffällt, was uns das Leben auf jeden Fall einfacher machen wird, ist, wenn ihr hier hinguckt, Sicherungskasten, Motorsteuergerät, Links- als auch Rechtslenker gleich. Weil, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, also man hat es wahrscheinlich im Porn schon gesehen, Toyota Aristo war immer ein Rechtslenker. Das Auto gibt es nicht als Linkslenker. Ist auch wirklich ulkig, so ein Ding zu fahren. Ich weiß noch, ich bin damals, mein erster Rechtslenker, den ich gefahren bin, war mit Watson in seiner Supra. Witzige Kiste. Das hier müssen wir auf jeden Fall übernehmen. Up and Down. Ich habe es noch gar nicht getestet, ob es wirklich tatsächlich eine Tiptronic am Lenkrad ist. Oder ob das irgendwas mit Radio, wie auch immer, zu tun hat. Wir testen es auf jeden Fall noch. Ansonsten ist das Ding vom Zustand her ehrlich gar nicht so schlecht. Aber Rechtslenker, Linkslenker sieht man sofort daran, wo das ABS sitzt.
und wo die Batterie sitzt. Das Ganze ist komplett gespiegelt. Kurz zu den Kosten. Warum ganzes Auto? Relativ einfach. So eine Technik zuverlässig in Europa mittlerweile zu bekommen, ist wirklich schwer geworden. War früher noch einfach. Mittlerweile eine VVTi-Technik, sieht man hier an der Nockenwellenverstellung, dass hier diese Ausbuchtung ist, liegt roundabout mit allem wirklich 5.000, 6.000 Euro. Also damit man wirklich eine Technik bekommt, wo man sagen kann, die ist vollzählig, die ist komplett, die ist mit Motorkabelbau, mit Steuer, mit Getriebe und so weiter, 5.000, 6.000 Euro. Wir haben in unserem Fall, hat das ganze Auto in Japan 4.600 Euro gekostet. Ohne Transport. Dann kommt natürlich noch ein bisschen Transportzoll und so weiter drauf. Das werden nochmal 2.000, 3.000 Euro sein. Dafür haben wir jetzt aber ein ganzes Auto, was wir schlachten können. Es tut mir auch wirklich leid, dass wir ihn schlachten. Wenn einer von euch die Karosse haben will, um das Auto wieder aufzubauen, kann er das gerne tun. Aber oder sich melden. Aber irgendwo muss man da nochmal die Kirche im Dorf lassen. Wir können nicht alle Autos fertig machen. Und ihr seht ja, da. Ich glaube, man muss kein schlechtes Gewissen haben. Nee, ich glaube auch nicht. Also das Überzeugendste daran ist, dass er unischwarz ist. Allerdings, ich finde das Gold geiler. Goldbarren ist Goldbarren. Deswegen. So, wie bei allen japanischen Autos ist eigentlich immer die Batterie im Arsch und leer. Weil was ihr jetzt erleben werdet. Kein Spaß, das Auto ist so vom Anhänger aus dem Container rausgefahren. Klingt, als wenn er 50.000 Kilometer hätte. Läuft wie eine 1, ja. Unglaublich. Also da könntest du hier, sage ich, das Euro-Stück draufstellen und es würde nichts passieren. Ja, und das ist einfach der Sound, den wir in unserem Barren haben wollen, damit das Ding nicht mal so richtig einen anfühlt. Geil. Okay, im Laufe dieser Videos, wir wollen das jetzt wirklich komprimiert machen, zack, zack, zack. Wirklich kein Tuning. Wir werden das Ding so hier ausbauen und so da wieder einbauen. Wir werden natürlich die Achsen, den Unterboden, den Motorraum alles ein bisschen schön machen, weil mittlerweile haben wir uns das Auto echt verguckt. Das heißt, das soll ein richtig geiles Auto werden. Aber ja, Team Alus wird sich zusammenreißen. Hier kommt kein Single-Turbo drauf. Hier kommt nicht so ein Krümmer, nicht so ein Ladeluftkühler, sondern einfach nur legal, dass wir legal mit dem Ding zum TÜV fahren können. Und am Ende dieser Videoreihe wird der 2JZ-Motor darin eingefahren werden. Aber als allererstes fahren wir mal zu Benny auf Frühstand, weil mich interessiert, was das Ding an Leistung hat. Weil wenn jemand schon sowas hier alles anbaut, schlummert da mit Sicherheit auch irgendwie eine Software. Also eine Software nicht, weil dieses Steuergerät kann man nicht so einfach abstimmen, aber so ein Fuel-Cut Defender oder, keine Ahnung, irgendwie so eine Zusatzbox. Wir haben hier diverse Zusatzboxen. Vielleicht ist da ja irgendwo eins für eine Leistungssteigerung zuständig und das checken wir jetzt als allererstes. Aber sonst muss ich wirklich mal wieder sagen, japanisches Auto, wenn man von dem äußeren Zustand ein bisschen abschreckt, beziehungsweise nicht so sehr auf den äußeren Zustand achtet, immer wieder geile Autos. Ja, deswegen vielen Dank an Atto, Japan X Nord. Wenn ihr Bock auf ein Auto aus Japan habt, kontaktiert mich einfach, der kann euch alles besorgen. Let's go. So. Hast du eigentlich gesehen, was hier vorne schon wieder geht? Ja, ich weiß. Also Kabel werden noch mächtig. Das ist Japan wirklich unbeschreiblich. 1, 2, 3. Ja, aber was ist das alles? Xenon? 4. Da vorne hängt auch noch irgendwas. Hier, das ist, glaube ich, original. Das hier. Ja, hier, ne? Was ist das? Ich habe es einmal gegoogelt. Das muss so eine krasse Hupe sein. Hier vorne ist auch irgendwas hupenmäßig angeschlossen, ne? Ja. Oder war mal angeschlossen, oder? Also das ist wirklich, also Xenon, also Licht finden sie auf jeden Fall geil. Vor allem, das sind ja wirklich hier diese 10 Euro. Aber Unterbodenbeleuchtung hat er nicht, ne? Das wäre, stell mal vor, jetzt machen wir hier so einen Klack. Nee, also ist eigentlich schon, kann man sich immer so gar nicht vorstellen, dass mit dem Ding gerade tatsächlich in Japan noch herumgefahren ja. ist. Jawohl. So, Öl haben wir geguckt, Öl ist drin. Ich bin noch gar nicht mitgefahren. Ihr seid gerade schon eine Runde gefahren. Ja. Ich wollte das gerne dem Zufall überlassen, ganz am Ende, wenn es bei uns im Barren drin ist. Aber fährt, was hast du, was schätzt ihr leistungsmäßig? Fährt auf jeden Fall, ich würde sagen, knappe 300. Okay. Etwas unter 300. Also nochmal zur Erinnerung, Toyota Aristo 280 PS, Supra 330 PS. Obwohl gleiche Motor, gleich verdichtet und so weiter. Mhm. Ich weiß jetzt auch gar nicht so krass die Unterschiede. Bei der Supra sitzt der Motor noch viel, viel weiter hinten. Die Ölwanne ist anders, weil hier sitzt der Motor ja wirklich auf der Achse und bei der Supra sitzt der Motor ja hinter der Achse. So viel länger ist die vorne. Aber das Ding passt jetzt so Plug and Play. Sieht auch, wenn du davor stehst, gleich aus. Also beide, selbst ne? So wie der Kabelbaum hier rangeht, haben beide hier den Kabelbaum. Also der wird so einfach reinfallen. Nicht, dass wir heute Abend noch den Motor im Barren haben. Nicht, dass wir schnell hochstecken, ne? Komplett mit Achse. Vorderachse, Hinterachse. So, Benny, was hast du? Bist ja auch gerade eine Runde gefahren. Ich sage, das Ding hat saftig Drehmoment. Irgendwie so, was haben die an Werksangabe wo gehabt? 430, 440.
Ich sag 500 Newton und sage... Ist schon gar nicht so schlecht, ne? 500 Newton? Ja. Also jetzt überleg mal, was ist das für ein Baujahr? 99, glaube ich, 2000. Da sind auch 430 Newton, wenn das Serie waren, richtig gut. Und ich sag so, könnten echte 300 PS sein. Ich sage Serienleistung. Ja? Ja. Ja, aber meinst du echt Ladeluftkühler? Ja, das ist ja... Guck dir das ganze Auto an. Ich meine, das die Beleuchtung ist, das ist, glaube ich, wirklich nur Optik und ein bisschen Klang, was die hier gemacht haben. Ich habe schon überlegt, was passiert. Nee, ich glaube, Software hast du nicht gemacht. Ich habe schon überlegt, was so passiert, wenn ich Kleb und dich anrufe, ne? Und wenn du Kleb und dich diesen Tag einsperrst, dann sieht er morgen wieder aus wie neu. Ja, du kannst bei den Dingern Software ja gar nicht machen, da kommt ja keiner auf dieses Steuergerät. Ja, so richtig ein Digipack oder sowas. Ja, genau, rein, ne? irgendwas drauf und so weiter. Ja. Ne? Was heißt das? So Zusatz. Ja, ist Zusatz, ja. Box oder was? Ja. Ja, wird dann halt ein bisschen vorgegaukelt halt. Ne? Kriegt einen anderen Ladeluft, einen anderen Ladedruck oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, geil. Ich finde ja leider bei diesem Auto, es gibt keinen Twin-Turbo, den ich hässlicher finde als den. Ja, dieses Blech da drüber, ne? Nein, also dieses Konstrukt, also man muss ja wirklich auch erstmal drauf gucken, um das zu raffen, dass das hier jetzt dann wieder Druck ist. Das hier ist Ansaugung, was so da reingeht. Dann ja so, der hat ja glaube ich die Downpipe dann da so in der Mitte drin. Sie ist so ein bisschen mehr aufgebaut wie so ein 335i, glaube ich. Aber gerade wenn du es so sagst, ich habe es mir noch nie so... Ich kenne das meistens immer nur, wenn da eine fette Tüte hängt hier. Ansaugung. Das heißt, die Lader stehen so. Ja. Die stehen wie beim 335, aber da stehen sie so, ne? Oder so. Das ist auch so. So, ne? So, ne? Und in der Mitte eine Downpipe, die rauskommt. Deswegen. So. Hat übrigens erst, ich war erschrocken, 146.000 Kilometer runter. Port aus Kawasaki. Kommt aus Kawasaki Hafen. Ja, ich denke mal, da ist die ein oder andere Träne irgendwo in Japan geflossen, als das Ding im Container ging. Geil wäre eher, wenn man irgendwie so ein japanisches Rap-Video findet, wo das Ding irgendwie so ein Szene-Auto war oder so. Ich frage mich halt immer, was mit dem Auto da so in Japan ging. Also sind die da auf irgendeinem Parkplatz mit gedriftet oder was? Ich meine, so wie die Karre aussieht, oder? Ja, mit dem Automatikgetriebe? Ja, weiß ich nicht. Aber hier schon kranke Lüfter und so, ne? Ja, die können auch. Ja, richtig groß dimensioniert, ne? Auf jeden Fall. Ah, komm her, lass die Pritsche mal einmal durchziehen hier. Was ist das denn? Fünf Gang oder vier, glaube ich. Vier? Vier und Tipp Kroning an den Grad. Ja, ja, die hat der einen weniger als Marvin? Marvin hat fünf. Sicher ist er fünf? Ja. Der hat ja auch fünf. Aber ich hätte gesagt, der hat auch nur vier. Hast du gerade geguckt, konnte man vier, fünf? Nee. Vier war Maximum, glaube ich, beim Durchschnitt. Nee, warum kannst du das Schwert fünf Stufen durchziehen? Hier kannst du, glaube ich, also nur vier. Du hast hier Low, 3 und D. Nee, zwei, Low, 2, D. Dann wird er Viergang sein. Also mich würde es echt wundern. Also ich sag, der Überraumer. Ich sag irgendwas zwischen so 92 rum. Weil die müssen ja eigentlich schon nach oben streuen, wenn der Supramotor 330 hat. Und ja, Ladeluftkühler und Ansaugung, das wird sich auf jeden Fall nicht schlecht sein. Es kann halt auch echt täuschen mit der Automatik. Ja. Plus schweres Auto, ne? 1700 wird so ein Ding bekommen. Ja. Nicht der Vierer gleich. Nee, das glaube ich nicht, aber. Na, lass uns überraschen. Gucken wir mal. Finger. Ah. Nee, ich hab hier. Hast du? Ja, haben wir dabei. Wir sind vorbereitet. Ah, das war zu viel LED jetzt. Ja, das war. LED. Toll. Da reicht nur der Wenigstag für. Der Motor ist. Das finde ich krass. Also ich behaupte, hier geht dieser Euro-Trick, würde hier gehen, den zum draufstellen. Weißt du? Aber kann ich das echt zornig, ne? Also ich würde so... Ja, also wieder ablesen, eine krasse Laufruhe, ja. Ne? Ja, aber das können die. Das muss ich wirklich sagen, das können die Japaner. Weil selbst der, guck mal, wie zuverlässig der GE, der Sauger schon läuft, mit 300.000 Kilometer runter, ne? Ja. Und der ja auch.
Da würde ich auch wirklich rein gar nichts machen. Da gucken wir uns einmal Zahnriemen an, fertig. Der kommt so 1:1 da, so 1:1 da rein. Zahnriemen einmal neu in der Fahrt. Hast du da so einen Euroschritt draufgestellt oder was? Weiß ich nicht. Der Schlenker ist halt vom Auskoppeln, ne? Das dauert ein bisschen. Alter, dreht das Ding nur 5 rein? Na nix, ne? Ja, da hinten oben kam halt nichts mehr, ne? 305 PS. Ich musste hier ein bisschen vorsichtig ins Gas, weil ja, sonst geht er doch in Kickdown. Ich würde noch mal gerne eine Messung machen. Ich glaube, vielleicht hast du sogar noch mal ein bisschen mehr Drehung. Aber du kannst den Tipp, was passiert, wenn du ihn hier in Last fährst und im Begrenzer fährst? Habe ich in dem Falle gemacht. Aber wenn ich unten raus zu viel Gas gebe... Ja, hat er echt hier bei da schon Begrenzer? Ja. Mehr kam nicht. Krass. Mehr kam nicht. Der dreht irgendwie 6,5 oder so. Nee. Also Messung Nummer 1, 458 Newtonmeter, 305 PS. Krass. Immerhin, ne? Aber denn... Das täuscht ja echt heftig, ne? Durch, naja gut, das Automatikgetriebe, die schwere Karre, ne? Wie gesagt, ich muss ein bisschen vorsichtig unten drin raus ins Gas, weil sonst schaltet er runter. Aber wir testen nochmal. Naja, zieh nochmal ein bitte. Alter, konstant, 305 wieder. Ja. 450 Newton. Passt doch. Also 451 Newton hier. In der Mitte, bei 4000. Und der letzte Schlenker hier, den müssen wir rausnehmen, also 304 PS. Dreht aber wirklich auch laut Drehzahlmesser genau 6. 6,5 kommt der rote, 6 ist Ende. Ja, dann würde ich jetzt doch sagen, der ist Serie. Nur ich mit dem Kühler sagen. Und der Ansaugung. Ja, genau. Mit Kühler und Ansaugung hat er halt diese 300, ne? Ja. Können wir den, kannst du den auf dem Prüfstand jetzt gerade aus dem ersten oder zweiten Gänge durchschalten? Mhm. Dann müsst ihr mit der Leistung eigentlich gehen, ne? Ja. Also ohne Lüfter, ich will es einmal hören, unbedingt. Wie so eine Automatik jetzt, wenn der schaltet, ob das irgendwie Geräusche macht. Alles klar. Aber du kannst mir erzählen, was du willst. Kaum sind zwei Turbolader da. Das ist einfach ganz anders. Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach so, dieses Abblasgeräusch. So heftig drauf. Dieses Abblasgeräusch ist einfach. Klar, normalerweise muss man sowas als Schalter fahren. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen eingruft und den manuell fährt, ne, geht das auch. Schaltet auch gar nicht so schlecht. Mhm. Was witzig ist, deswegen wollte ich das gerade mal machen. Man hört hier natürlich perfekt, der Pop-Off aufgeht. Mhm. Der schaltet tatsächlich ohne, dass es aufgeht. Also der lässt den Labo voll stehen. Lässt stehen. Ja, der lässt den einfach stehen. So, ab auf die Hebebühne, dann gucken wir mal von unten. Danke fürs Messen, Benni. Zwei Durchsagen noch. Erstens, Benni sucht noch Kfz-Mechaniker. Also wenn ihr aus Hannover kommt, Bock auf einen coolen Job habt, der abwechslungsreich ist, der sowohl Schrauben, Prüfstand, Software, Elektrik etc. beinhaltet, meldet euch einfach bei Benni BK Performance. Der sucht auf jeden Fall noch Kfz-Mechaniker/Mechatroniker. Mechatronikerin, auch Elektrik ist auch gefragt und so weiter. Zweite Sache ist, weil ich weiß, es haben einige gefragt, es gibt mittlerweile bei Salem bei H&R das Fahrwerk für den goldenen Barren zu kaufen, für einen Lexus GS300. Also wenn ihr ein gutes Gewindefahrwerk sucht, gibt es von H&R mittlerweile zu kaufen, dann meldet euch einfach bei Salem. Das hatten wir ja damals für unseren goldenen gebaut. Das passt alles, könnt ihr machen. So, wir sind bei Florian auf der Bühne. Hier wird das Auto auch umgebaut, weil wir nach wie vor immer noch Platzprobleme haben. Und ich kann euch sagen, wir haben... Wir werden viel Spaß mit diesem Fahrzeug haben. weil der dreht tatsächlich auf beiden Seiten. Und er macht da sowas von locker flockig. Alter, hier, sehen wir, was wir hier umgewickelt haben. Junge, Alter. Das Geile an so einem. Cool. Was ist denn da? Ja, das hatten wir aber auf der Messe beim Goldbarren auch, ne? Ja, Alter. Oh, die ganze Pelle rumgewickelt. Aber genau im richtigen Moment aufgehört, ne? Also so Luft drauf, ne? Er kommt so davon. Nein, ihr werdet auf jeden Fall jede Menge Spaß mit uns in diesem Fahrzeug haben, weil es ist einfach nur, geil. So, was sehe ich hier? Japanisches Überraschungspaket, natürlich ein Gewindefahrwerk. Wie kann man Gewinde einbauen, das Auto so hochlassen, ne? Ja. Wie viel Restgewinde da noch ist, da weine ich ja schon fast bei. Was ist denn das für eins? Kann ich nicht lesen. Dann hat er eine schöne Tüte hier dran.
Wobei, ich bin mir nicht sicher, ich bin der Meinung, das ist original, ne? Mhm. Ich meine, das hatte das der andere auch. Original, ne? Also, das, die Tüte. Also das hier hatte der. Hat der GS300 auf jeden Fall auch gehabt, ne? Ich glaube auch, die Tüte ist erst ab hier. Diff sieht auf jeden Fall unberührt aus. Ja, der ist leider von unten eingejaucht, würde ich sagen. Ja, den haben sie mal mit Unterbodenschutz übergespült. Aber ich sehe jetzt hier nichts. Sieht ziemlich original aus vor den Einschaltdämpfern, ne? Ich würde aber auch sagen, dass der nicht, dass das Diff auch nicht irgendwie größer ist. Also wir können jetzt nicht beide Autos so untereinander vergleichen. Wir werden Folgendes machen, wir reißen hier einfach radikal alles raus. Wir werden hier einmal richtig schön alles sauber machen, pulvern, Sperre reinmachen, alles ready machen und dann kommt das alles in unser Auto rein, ne? Ja, aber der wurde tatsächlich von unten einmal komplett. Es ist alles hier angesprüht. Ich weiß nicht warum, weil es sieht wirklich alles eigentlich gut aus, ne? Also unter Boden und so. Tschung. Die Räder schon gleich mit drin. Das geht. Bremse fest? Ja, bestimmt hier innen drin diese Trommelbremse. Der hat doch die Handbremse mit der Trommel, da wird irgendwas. Okay. Aber das sieht so aus, als wenn das Blech eher da hier, weißt du, das ist ja überall. Nee, ich guck mal da. Ja. Ja, da hat wieder einer irgendwie beim Transport. Ja. Wahrscheinlich einen Gurt durchgezogen oder so. Oder es waren die Gummifetzen. Nee, das hat sich rumgewickelt. Ah ja, vorher schon gemacht. So, dann gucken wir hier mal vorne. Also das Gute ist. Gewinde. Ja, leider auch schwarz eingejaucht. Da wird sich die Firma Krogfabrik freuen. Aber auch wieder Block furztrocken, ne? Ja. Das ist echt heftig bei den Japanern. Also wie diese Motoren laufen, ist wirklich, ja, das ist wirklich krass. Da sitzt der Anlasser. Hier hat er scheinbar schon mal einen frischen Ölfilter bekommen. Der sieht auf jeden Fall alt aus. Ich meine, klar, Rost hat er nicht. Genau, nee, nicht. Ne? Gar der ist nicht. Der ist nur einmal übergeduscht. Das hier kommt mir anders vor. Die Strebe ist beim GS300, meine ich auch. Ach, ist da? Okay. Ja, ja. Also mit diesen Aufnahmen, also ich würde sagen, dieses Dreieck hier ist auf jeden Fall beim GS300 auch da. Mhm. Also und hier kann man halt ein bisschen Downpipe und Cut sehen. Und Turbolader da oben. Ja, das ist auf jeden Fall so ein krasses Konstrukt hier. Das ist ja ein Twin-Turbo, aber der hat im Krümmer eine Klappe. Der schaltet dann um. Mhm. Und so weiter. Ja, hier ist der Kühler drin. Hier haben sie schön das Rohr durchgelegt. Kühler sieht auch noch krass aus. Guck mal, er wird schon mal neu gemacht, ne? Safe. Der wird neu sein, ja. Und da so reinguckt. Aber aufgesetzt hat er auch schon hier. Ja, siehst du auch schon. Geil, jetzt die Originalschussstange noch drunter. Aber das krass ist, dass er selbst den Unterfahrschutz noch hat, ne? Ja, ich würde sagen. Lass mal Lampe aus. Ja, im nächsten Video seht ihr, wie wir hier die Technik rausziehen. Vielleicht ist die Technik dann auch schon raus, weil ehrlich gesagt ist das jetzt nicht interessant, wie wenn ein japanisches Auto zerlegt. Ja. Man kann mal wieder sagen, war es wirklich top, Motor läuft geil, schaltet geil, alles bestens. Also es war definitiv die richtige Entscheidung, lieber ein ganzes Auto zu nehmen. Ich habe noch ein bisschen schlechtes Gewissen, dieses Auto zu killen. Wir müssen es halt machen für den Motor, aber mir ist ja eingefallen, da seid ihr jetzt ein bisschen gefragt, ich habe noch keine Lösung dafür, aber wir haben ja theoretisch noch den Motor aus dem goldenen Auto, den Saugermotor. Und das hier ist ja alles nur ein bisschen Kosmetik, weil der Innenraum noch echt gut ist. Ihr könnt euch ja mal irgendwie was überlegen. Vielleicht fällt euch irgendwas ein, was wir mit dem Auto hier machen könnten. Ob wir da irgendwie eine Community-Challenge-Schrauberei rausmachen. Wir haben natürlich nicht die Kapazitäten, das Ding wieder zusammenzuschrauben mit dem GE-Motor. Wir wollen damit aber auch kein Geld verdienen. Es wäre nur schade, das Ding jetzt hier einfach bei dir von Hof zu schieben und zu zerschneiden. Dafür ist er definitiv zu gut. Also schreibt mal rein, was man sowas machen könnte. Bitte fangt nicht an mit Sauger-Track-Tool. Die Idee hatte ich auch nicht schon. weil wir haben halt wirklich schon Projekte, aber ich weiß nicht, vielleicht freut sich einer, vielleicht hat einer eine coole Idee, vielleicht gibt es irgendwie eine geile JDM-Gemeinde, die noch ein Auto sucht oder so. Weil ich weiß, Aristo ist wirklich, gerade auch als Rechtslenker, ist schon geil. Und er ist wirklich echt nicht... Substanz hat er auf jeden Fall. Ja, also ist wirklich echt... Das hier ist ja auch nur die Lippe, die kannst du ja erstmal wieder wegmachen. Weißt du, hier ist die Stoßstange vorne einmal, hinten eine neue Stoßstange ran und Abfahrt, ne? Ja. Also es geht. Falls einer die Felgen haben will, kann er sich in der Dorfe abholen. Die 19er. Und wir zerlegen das Ding, wie gesagt, ich verspreche euch, kein Tuning.
Der bleibt erstmal tatsächlich original. Wir fahren damit zum TÜV, lassen den eintragen und haben wirklich einen Lexus GS 300 mit Turbo. Mega. Vier Türen, können ein paar Leute mitfahren. Wir machen wirklich so einen richtig schönen Cruiser aus. Ne? Bei meinem ist es nämlich definitiv so, dass achsenmäßig jetzt alles ausgeschlagen ist. Sieht man aber auch hier. Die Autos sind halt einfach in die Jahre gekommen. Das wird genau das Problem sein. Dass selbst diese Lager hier, hier, wenn du von hier reinfilmst. Ja, aber das kriegst du ja alles, das fressen wir alles schön neu rein. Oh jo. Die sind jetzt halt einfach, das ist halt 25 Jahre alt. Nee, das sollen, deswegen, für uns, ich weiß auch, das Auto wird bei uns noch so lange bleiben, wir werden noch so lange Spaß damit haben, dass es sich bei uns definitiv lohnt, das einmal geil zu machen. Also wirklich Lager neu, alles schön, einmal verzinken, einmal geil machen. Muss man hier eh bei neue Schrauben holen, wird ja eh nicht so einfach sein. Und dann, wenn alles ab ist, einmal, das wird auf jeden Fall ein cooles Video, wie wir den Motorraum und Unterboden wieder hinbekommen. Mhm. Und dann, wenn alles fresh ist, wieder rein. Das soll jetzt auch kein 8-Monate-Projekt werden, sondern... Weiß ich nicht. Ich würde mal realistisch sagen... Heute Abend noch. Ich habe so Bock. Nee, also mein Traum wäre schon, dass so in 6 Wochen das alles in dem goldenen Wehr drin ist. Das ist so realistisch. 4 bis 6 Wochen, dass alles in dem goldenen Wehr drin ist. Dann müssen wir auf jeden Fall schon mal ein paar Hinterreifen bestellen. Und dann werden wir dieses Jahr ein bisschen Spaß haben. So, ne? Vor allem von der Leistung her ist das tatsächlich so, dass man sogar eigentlich sogar fast ein bisschen Rennstrecke mal fahren könnte. Mhm. Ne? Der wird nicht schnell sein, aber... Ich finde einfach, es fährt sich so entspannend harmonisch, geil, ne? Harmonisch, ne? Also, ich mega, also mega, wirklich. Schreibt mal eure Gedanken in die Kommentare, noch können wir drauf eingehen. Danke fürs Zuschauen. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank auch für das Auto an Japan X Nord, falls ihr nochmal einen Japaner braucht. Die helfen euch gerne. Die kaufen auch immer, immer, immer Autos im Vorlauf. Und ja, jetzt geht's los. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.